Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich unterwegs in meinem Bulli. Ich mache mal gerade das Radio leiser. So, ist eh laut genug hier. Ja, heute ist Jungfernfahrt. Es ist alles soweit eingerichtet. Natürlich fehlt Elektronik und Heizung noch. Aber das muss aus Kostengründen irgendwann später mal kommen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich unbedingt eine Heizung brauche. Das wird sich erst zum Herbst, Winter wieder zeigen. Schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal hier, wie ihr sehen könnt, Richtung Warburg. Da möchte ich mir so eine alte Burg anschauen. Und in der Nähe Volkmarsen gibt's auch noch eine. Das wollte ich einfach mal heute so als Testfahrt nehmen. Und das sind nur 80 Kilometer von mir. Da dann auch übernachten, irgendwo ein schönes Plätzchen suchen, so als ja, Testfahrt, Jungfernfahrt für eine Nacht. Und dann ab Freitag, also heute ist Dienstag, nur zur Info, ab Freitag möchte ich dann eine längere Tour machen, mal 1, 2, 3 Wochen, mal schauen. Und wo es da genau hingeht, bin ich mir noch gar nicht sicher, weil ich mit dem Ausbau jetzt doch wesentlich schneller fertig war, als ich gedacht habe. Wenn es dann auf die andere Tour gehen sollte, wenn diese Nacht hier alles in Ordnung ist, dann werde ich auch mein Fahrrad mitnehmen und so eine Kombination aus Bus- und Radreise machen, könnte man sagen. Aber dazu dann später mehr vielleicht oder wenn es dann wirklich soweit ist. Heute, wie gesagt, möchte ich Richtung Warburg und Volkmarsen und werde nachher hier so eine kleine Ruhmtour, wie man es nennt, machen und euch alles nochmal zeigen. Draußen sieht alles gut aus, Wetter schön, Landschaft schon schön. Ich hoffe, ihr könnt auch so ein bisschen erkennen. Autobahn ist so lala, aber ich fahre auch hier entspannt mit guten 90 Sachen und genieße meine neu gewonnene Freiheit mit diesem Auto. Ja, bin mittlerweile in Volkmarsen angekommen und gehe jetzt mal hoch Richtung Burg. Der Ort an sich hier sehr schön. Viel Fachwerk, sehr alt. Und hier ist auch schon die Burg. Ich meine, das ist die Kugelburg. Ich müsste aber gleich nochmal nachschauen. Ich habe die schon auf der Autobahn A44 rechte Seite gesehen und bin einfach mal die Ausfahrt rausgefahren. Geplant hatte ich eine andere jetzt als erstes, aber ist ja egal, welche in welcher Reihenfolge kommt. Hier so ein kleiner Blick zwischen den Häusern in die Ferne. Ja, herrlich. Ich zoome mal. Also wirklich wunderschön hier. Ja, dann schauen wir uns mal die Burg her an. Ja, jetzt lese ich gerade hier Haupteingang links und Parkplatz rechts. Jetzt habe ich unten im Dorf geparkt und mir einen Parkplatz gesucht hinterm Rathaus. Aber hier oben an der Burganlage selber gibt es auch Parkmöglichkeiten. Und wieder eine herrliche Aussicht. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Video, wie es sonst von mir ist wahrscheinlich. Wer die anderen kennt, aber ist halt ein neues Kapitel. Jetzt mit dem Bulli, da wird das ein oder andere vielleicht ein bisschen anders sein. Aber letztendlich bin ich und erzähle hier wie immer weiter. Ob man da wohl gleich durchgehen kann? Ja, man kann auch in den Innenhof gehen. Und das werde ich jetzt dann auch mal machen.
Das ist ja klasse, wenn man hier so durchgeht. Es hallt richtig dumpf, obwohl ich normal rede. Ich hoffe mit dem Wind, das ist nicht zu stark. Aber hier geht es zu den einzelnen Sälen und Eingängen. Fürstensaal, Eingang West, Eingang Ost und ein Aufzug. Aber ich schaue mir erstmal hier den Innenhof an. Man merkt, dass heute deutlich zweistellige Temperaturen sind. Die Vögelalarm singen hier. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Oben dieser moderne Anbau, ich bin da ja kein Freund von, aber man hätte es schlimmer machen können. Hier ist jetzt noch so ein kleiner Garten oder Park dabei. Reingehen konnte man jetzt leider nicht. Im hinteren Bereich sind auch Firmen angesiedelt. Und da kann man sowieso nicht rein. Im vorderen Bereich war jetzt alles zu. Auch niemand, wo man mal eben hätte fragen können, ob es da Besichtigungstermine oder sowas gibt. Da müsstet ihr euch dann vorher mal schlau machen, falls ihr hin wollt. Ansonsten idyllisches Fleckchen, landschaftlich schön gelegen. Ich schaue jetzt mal, was da hinten noch kommt. Wenn man über diesen Parkplatz geht, kommt man noch in den hinteren Teil der Burg, wo so ein kleiner Rundweg ist und die Grabstellen der letzten Bewohner, sage ich mal, sind dann hier auch noch zu sehen. So ein paar Felsen, wo man dran lang gehen kann. Ich schaue mal, dass ich noch runterkomme und euch ein bisschen von diesem schönen Fachwerk aus dem Ort zeige. Ja, das ist jetzt hier eine von diesen Gassen, was ich meinte mit diesen schönen Fachwerkhäusern und dem Kopfsteinpflaster. Wo ich hier hochgefahren bin, bin ich durch eine Straße gefahren, die hatte noch dieses ganz alte Kopfsteinpflaster, so wie es hier rechts zu sehen ist. Fand ich auch sehr schön. Mit dem Fahrrad schimpfe ich dann ja gerne mal. Aber zu Fuß ist das völlig in Ordnung. Und wenn man mal sieht, hier die Felsen, so zwischen den Häusern, da weiß man, was hier für ein Untergrund ist. Ja, das war's hier jetzt, glaube ich, schon wieder erstmal soweit. Ich werde jetzt mal weiterfahren zum nächsten Platz. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erkennen könnt, aber dort ist dieser Desenberg oder Dasenberg. Da oben möchte ich jetzt gleich auf jeden Fall hin. Ja, ich bin jetzt an dieser Burg angekommen oder an der Ruine, habe mich aber dazu entschieden, da wir gerade Mittagszeit haben, erstmal was zu kochen. Dafür bereite ich jetzt den Kocher hier vor, die Kartusche rein. Ach ne, den muss man ja umdrehen. Genau. Den umdrehen, draufstecken. Den Topf drauf, da habe ich ein bisschen Wasser drin. Das ist erstmal noch der kleine von meinen Radtouren, weil ich noch keinen passenden gekauft habe, den ich hier gerne mitnehmen würde. Es gibt heute nur so eine Fertigreismischung, weil das ja jetzt alles mehr oder weniger spontan losging und ich diesen Reis aber auch sehr mag. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich quälen muss, das zu essen. Ja. Ich bereite das Ganze gerade nur hier drinnen so mal schon mal grob vor. Habe hier noch meinen Kessel mit dem Wasser, was ich gleich eben kochen werde für den Kaffee. Aber den muss ich erst einmal so noch kochen. Das hatte ich vergessen. Eben das Wasser einmal wegschütten und dann lege ich los. So, das Ganze werde ich jetzt rausstellen an diesen Außentisch. Und dann könnt ihr gleich kurz zuschauen, wie es brutzelt. Ja, so steht es jetzt auf dem Außentisch. Jetzt muss ich das Ganze hier einrasten. Dann sicher die Flasche da drin, diese Kartusche. Hier einmal auf Vollgas. Ich glaube, ihr habt es knacken hören. Und dann kann ich die Flamme regulieren. Aber ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen brennen. Und ja, werde mir das köcheln.
und das in dieser Umgebung. Man sieht jetzt vielleicht nicht ganz so viel durch die Bäume. Und direkt hier hinter mir ist diese Ruine. Ich guck mal, je nachdem, wie lange ich mich hier heute aufhalte, ob ich nicht direkt die Nacht dann auch hier verbringen werde. Nur gucken, dass ich dann, wenn da in der Ecke vielleicht stehe, da ist halbwegs eben. Ansonsten ist hier ganz schön Gefälle, wie man, glaube ich, gut sehen kann. Aber dazu mehr, wenn ich gleich erstmal gegessen habe. Ja, ich musste gerade feststellen, dass diese Kartuschenkocher hier doch wesentlich mehr Heizleistung haben als das Gerät, was ich sonst mit habe, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Also das Wasser kocht innerhalb von 30 Sekunden, was da jetzt unten in dem Topf war, so als, als Grundsubstanz für den Reis. So sieht das Ganze jetzt schon aus, schon nicht schlecht. Und Weltklasse ist echt dieser Tisch, der außerhalb des Autos ist. Also der ganze Mief zieht einfach weg. Ich bin zufrieden bis jetzt. Ja, ich habe gerade festgestellt, wenn ich mich hier an die Seite setze, da ist ja dieses Fußteil zum Rausziehen, damit auch auf der Seite eine vollwertige Liegefläche ist. Und hier der Küchenblock mit dem Kocher, jetzt habe ich gerade reingestellt. Und so kann ich hier bequem sitzen, die Aussicht genießen, auch wenn jetzt hier noch ein Auto geparkt hat. Aber ganz entspannt, Füße hoch, Essen vor mir, schmeckt auch sehr gut. Und ja, einfach klasse. So lässt es sich aushalten. So, jetzt habe ich gut gespeist und nehme euch mit zur Burgruine auf dem Desenberg. Die wurde 776 das erste Mal erwähnt und alles andere werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern einfach als Foto einfügen und dann könnt ihr ein Standbild machen und euch das durchlesen. Ich hoffe, das Foto wird was, weil die Sonne gerade ziemlich blendet. Aber wenn nicht, gibt es ja auch noch Dr. Google, wo man sich mal die ein oder andere Information so rausziehen kann. Hier rundum, wie gesagt, man kann unheimlich weit gucken. Ist echt schön. Es ist ja so, das ganze Paderborner Land hier Richtung Lippe da hinten raus und ja, Höxter ist hier in der Nähe. Wer in der Gegend schon mal war, der weiß, dass es da überall Ecken gibt, die sehenswert sind. Aber mich interessiert jetzt erstmal, da hochzukommen. Dieses ganze Wegesystem gehört hier zum Kreiswanderweg Höxter Süd und ist auch dementsprechend beschildert. Da werde ich mal so ein Bild von einfügen, falls einer Interesse hat, mal diesen Wanderweg komplett zu laufen und nicht nur dieses Stück, wo ich jetzt gehe, was allerdings deutlich eine Steigung hat. Unten auf der Tafel stand auch, wie viel Höhenmeter Unterschied. Aber ich habe es vergessen. Ich glaube 150. Aber ich möchte es nicht beschwören. Ihr werdet sehen oder habt es sogar schon gesehen. Ja, ich bin schon ziemlich weit oben. Hier sieht man schön, dass es Scheinwerfer sind, dass das nachts angeleuchtet wird. Und oben drauf liegt so ein gummiertes Material wie Batman. Ausgeschnitten, hat wahrscheinlich mal einer draufgelegt. Auch ganz spaßig. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, trotz des Windes. Ich habe nämlich meinen Windpuschel fürs Mikro nicht dabei. Der Wind pfeift schon ganz kräftig, aber wir haben hier in der Sonne gefühlte 20 Grad. Und das an den ersten Apriltagen. Jetzt hier hoch, mir schon sehr warm, weil ich die Jacke noch an habe. Hatte ich nicht mit gerechnet. Und hier an dem Wall, da hat man das Gefühl, die Hitze strahlt zurück. Was heißt Hitze? Aber, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, hier nochmal zu der Fernsicht. Hier ist auch so eine schöne Tafel. Hohenwepel und die Egge direkt vor mir. Daneben Fernsehturm, Willebad Essen. Und so weiter. Hier Dössel. Löwen, Dringenberg, Großeneder, Eisen,
wie es alles so heißt. Borgholz kennt der ein oder andere. Da hinten ist der Jakobsberg. Den kenne ich noch nicht. Fahre ich gleich auch mal vorbei. Und weiter rechts geht es Richtung Muddenhagen-Körbeke. Dort. Ansonsten, die Ruine hier hat was. Ist echt beeindruckend. Aber sage ich ja immer. Aber wie ihr vielleicht selber auch sehen könnt, tolle Ecken, wo man immer wieder so reingehen kann. Hier kann man sogar runtergehen gleich. Schauen, ob es da irgendwo hingeht. Ja, und wie gesagt, Fernsicht rundum, herrlich. Es kamen gerade so 2-3 Tropfen. Aber das wird wohl so eine verirrte Wolke gewesen sein, hoffe ich. Hier auch weitere Tafeln, was es noch so gibt in die einzelnen Richtungen. Ja. Oh, hier sieht es so aus, als wenn man da sogar reingehen könnte. Ja. Ja. Das probieren wir doch mal. Ja, schon ein uriges Gemäuer hier. Ich halte mal die Kamera so ein bisschen nach oben, damit ihr auch was seht. Also ist so ein Stahlgerüst. Gehen wir jetzt mal eben hoch. Und da oben müsste es dann natürlich perfekt sein von der Aussicht. Mir sagt hier gerade ein Herr, wir hätten 16 Grad. Ich konnte es kaum glauben. Oh, hier wird die Treppe aber jetzt sehr schmal. Ah, das ist ja was für mich. Ich habe es nicht ganz so mit der Höhe. Ich mache das zwar immer gerne hier hochgehen, aber fühle mich dann doch oft recht unwohl. Ach, hier ist so eine Wasserkante rundum, auch schön. Ob die mal einen Sinn hatte, ich weiß es nicht. Wenn es einer weiß, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt schwenke ich nur einmal rundum. Also ist wirklich klasse. Man sieht Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, alle Bundesländer hier, die sich hier vereinen, mehr oder weniger. Bei einer recht guten Fernsicht heute. Ja, jetzt gehe ich aber wieder runter. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich noch 10 Kilometer oder 12 Kilometer weitergefahren und habe hier in Beberungen direkt an der Weser geparkt, wo ich auch über Nacht bleiben werde. Genau an dieser Stelle war ich schon zweimal mit dem Fahrrad, einmal dem Weserradweg und einmal, wo ich nach Passau gefahren bin, auf dieser individuellen Route. Und fand diese Plätze hier jedes Mal sehr schön. Und wenn ich die Tür aufmache, im Moment sieht man ja nichts. Sieht es so aus. Viel besser geht's doch gar nicht. Ja, das wird mein Platz für die Nacht. Den Innenraum werde ich euch morgen zeigen, weil hier sind jetzt so viele Leute. Das ist nervig, wenn ich jetzt erst die Platten alle abnehme. Zumal hier extra ein Schild steht, dass hier Wohnmobilisten, wo ich ja noch nicht zugehöre, ist ja noch ein PKW, hier eigentlich nicht parken sollen. Also, ich werde mir jetzt hier noch einen Resttag genießen. Ein bisschen lesen, ein bisschen laufen. Und wir sehen und hören uns später oder morgen. So kann man es gerade aushalten. Ich bin jetzt hier noch 1-2 Stündchen gelaufen. Ja, 2 waren es auf jeden Fall. Und habe mich jetzt erstmal in den Bulli gesetzt. Kleinigkeit gegessen, getrunken. Jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehmer vom Wind.
Die Sonne geht weg. Hier im Auto ist es immer noch kuschelig warm. Ist ja bei den Außentemperaturen auch kein Wunder. Und jetzt lasse ich den Abend wirklich ausklingen. Also, macht's gut und endgültig bis morgen. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennen kann, aber ich bin gerade noch mal wach geworden und schaue hier aus dem Fenster. Die Enten schwimmen da so in dem Licht der Laternen. Super schön. Ich versuche mal noch ein Foto zu machen. Guten Morgen. Die erste Nacht im Bulli ist vollbracht. Wir haben 6 Uhr. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Aber ich würde sagen, dass ich im Zelt genauso gut schlafe. Man hat da drinnen natürlich den Vorteil, dass die Temperatur und Feuchtigkeit schon besser ist als im Zelt. Aber ansonsten bin ich mehr als zufrieden. So ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, was ich vielleicht noch ändern möchte. Aber das muss ich euch, glaube ich, im Hellen zeigen, weil das sieht auf der Kamera alles recht dunkel aus. Aber alles in allem war super. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Aufnahmen was werden. Ich habe mit der Kamera im Dunkeln noch nicht groß gefilmt. Ich koche mir hier gerade mal Wasser für einen Kaffee. Die ersten Enten sind gelandet. Die Sonne geht da hinten auf. Und es ist klasse. Einfach klasse. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Schaut euch das rundum mal an. Ich war jetzt mit der Kamera leider nicht so schnell. Jetzt sieht man es nicht mehr so schön. Oh, Starnkasten. Ja. Ich versuch's gleich nochmal einzufangen.